Hallöchen, guten Tag, guten Morgen. Servus. Und grüß Gott zu Sunkenland und wunderschön da oben. Ah, oh, wunderschön und noch wunderschöner natürlich vor uns. Mrs. Papierkorb über dem Kopf. Binat, hallo. Hallo Strumpf, du schaust auch nicht besser aus mit deinem Mülleimer auf dem Kopf. Aber es ist schön, guck mal hoch. Ja. Also den Himmel müssen. Aber schau, wie schnell sich die Wolken bewegen. Wenn du wegen mal drauf guckst. Es ist halt Wind, also. Oder Zeitraffer. Ja, bei mir sind die auch ein bisschen Naja, es sieht aus wie Zuckerwatte. Ja, ja, genau. Aber Zuckerwatte in Öl getränkt irgendwie ein bisschen. Na egal. So. Nein, so rosa Zuckerwatte, wie vom Jahrmarkt. Zucker vom Jahrmarkt. So. Gut. Wollen wir haben jede Menge Metall. Es ist, wie spät haben wir es? 19 Uhr, auf jeden Fall müssen wir bald schlafen. Ist aber schon doch, aber ein bisschen romantisch ist es schon. Schau mit dem Mond da vorne, also bist du gar nicht da. Ja, es ist voll romantisch, Strumpf. Die Romantik läuft bei uns. Ja, wird bei uns groß geschrieben. Komm schon, ich schaue dir jetzt die Romantik an. Ja, die Wolken passen jetzt nicht zum Mond, ja, wenn du da hinguckst. Also die Wolken schauen... Oh, was jetzt? Jetzt ist sie schwarz. Jetzt schämen sie sich in schwarz. Na egal. Gut. Oh, du schwärzt schon vom Lachen. So, also ich bin bettfertig. Kommst du, Romantik? Ja. Ach, morgen. Guck Na, mal. Mäuschen? Ja. Oh, Sonnenaufgang. Schön. Ist nicht schön? Ja. Oh. Wir hier im versunkenen Land. Richtig. Werden von irgendwelchen Kannibalen angegriffen und von... Ach so, toll. Aber wenigstens sind es mal abwechselnde Gegner. Bei Forest war es irgendwie Fadi, Mutti und... Der Rest. Der Magasch. Der Rest. Hust, hust. So. Genau, Essen ist nicht schlecht. So. Ich hole mal wieder Wasser. Oh, ein Baumstamm. F. So, ich habe gleich einen neuen Fisch drauf geballert. So, und gleich wieder einen neuen Fisch drauf geballert. Und dann hauen wir da mal das fertige Essen drin. Oh, da ist ein Crappy Peppy. Crappy Peppy. A Crappy Peppy. Bringt da 40 Gesundheit? Boah, der gebratene Fisch bringt 40 Gesundheit. Den hau ich mal rein. Also wenn wirklich mal richtig jemand Hunger hat, dann probieren. Ich esse mal die gebratene Krabbe. Wieso habe ich schon wieder Kohle in der Tasche? Achso, weil ich den Fisch runtergenommen habe. Es wäre schön, wenn es andere Kohle wäre, ne? Und wenn das so zu Hause auch so wäre. Da würde ich gleich singen. Wer kennt es nicht vor dem weltbekannten Ganze Zeit nur kochen. Kohle. Kohle, tralala. So, da Kohle, ist was, Kohle, da schwimmt was. Schalala. Aber kannst sagen, was du willst, ne? Es ist, man kann ihn nur mögen. Ja, natürlich. So. Mich interessiert, ob die Leute wissen, wen wir gerade meinen, aber hey, das ist jetzt ein Mysterium, damit müsst ihr leben. So. Wahrscheinlich wisst ihr es ja. So. Ja, vielleicht nicht alle, aber vielleicht viele. Ein paar. Ja, ich denke ich auch. Zeit voll den Ohrwurm. Danke. Oh, das ist aber auch bei mir immer wieder. Kohle. So. Ich bin der Wasserträger vom Dienst. Aber das machst du echt super und so elegant. Und mit den grünen Turnschuhen muss ich echt sagen, wie so ein Grashüpfer. Ich fühle mich leicht extrem elegant. Psst. Nein, ich verarsche. Habe ich dich jemals verarscht? Heute? Na gut, das war vor 2 Sekunden.
weiß nicht, was ihr meint. So, wir haben mit dem Gebäude ein Problem. Ja, ich will das abreißen. Krieg ich da Holz zurück? Ja, ich krieg da Holz zurück. Was weißt du? Die Holzplanten draußen. So. Vielleicht wächst dann wieder ein Baum oder sowas. Meine Damen und Herren, wir schauen zu, wie Binat hier einfach mal komplett eskaliert. Wunderbar. Wie sie es aus der Hüfte. Schauen Sie. Und während sie mit ihrem Papierkorb darauf starrt, das ist der Blickschlag. Mit ihrem Blick zerstört sie es. Schauen Sie hin. Und. Au. Jawohl. Das ist mein Laserblick. Musst du aufpassen, Strumpf. Ich glaub's auch, ja. Boah, wer hatte. Kennst du X-Men? Ja. Wer hatte einen Laserblick? Ich weiß nicht, wie hieß der. Mhm. Mr. Laser. Der hatte immer so eine Brille auf. Richtig. Der Freund von der. Von der anderen. Von der anderen. Von der mit den roten Haaren. Richtig. Von der Anne. Okay, jetzt geht's sehr ins Detail. Anne mit den roten Haaren kennen wahrscheinlich noch weniger Leute. oh Gott. Kennst du Anne mit den roten Haaren? Nee. Die Serie? Hör mir auf. Ich die bin echt, Serie? Ja, da gab's früher einen Zeichentrick, war das Anne mit den roten Haaren? Ey, Leute. Anne mit den roten Haaren. Das klingt also wirklich nach der Burner-Serie, du. Das scheint wirklich, also. Dass ich das verpasst habe. Also. Ja, ich gehe jetzt mal um die Hütte rum, weil ich fühle mich gerade ein bisschen. Das ist eher extremst nerdig. Ey, wieso gehst du jetzt da weiter? Die Krabbe gehört mir, da läufst du ja dran vorbei, ne? Welche Krabbe? Ja, die, wo ich gerade geschnappt habe. Leute, ihr habt's gesehen, ihr könnt reinschreiben, ja, Strumpf sagt die Wahrheit, da war eine Krabbe. Danke. Wir machen weiter mit Werbung. Huch. Aber wollen wir jetzt echt weiter? Komm, wir bauen. Jetzt, was machst du denn die ganze Zeit? Jetzt, wir wollen bauen. Ich hab mal Versorgung hier gemacht. Damit wir wieder. Damit es uns gut geht. Ich habe Wasser aufgefüllt, ich habe das Holz. Oh. Ich habe das. Oh. Das und schon weißt du, irgendwas stimmt nicht. Ich habe das. Oh. Habe ich eigentlich Metall drin? Nee, ich habe. Warte mal, ich muss Holz ablegen. So, also jetzt. Let's start. Wrong Tool. Wir haben jetzt mega viel Holz, aber gar nicht mehr so viel. Metall. Metall. Das aber jetzt mal eine kurze Frage. Wollen wir irgendwie um diese, also wenigstens da, wo die Base ist, irgendwie so ein Stachelding? Ich weiß ja nicht, wo die ankommen. Die kommen ja auch über den Berg. Wir müssen ja komplett um die Insel, müssen wir einen Zaun bauen. You know what I mean? Ja. Ey, deine Kombi passt halt überhaupt nicht. So ein dunkelblaues Ding. Ey, bist du, der passt ja echt, also... Hat er keine Hand, keinen Fuß, nischt. Okay, gut, Wir sind hier im Survival-Game, da musst du nehmen, was du kriegst. Da können wir jetzt hier nicht auf Jeremy's Next Topmodel oder sowas gehen. Ja, gut. Gut, dass wir es geklärt haben. So, ich habe jetzt überall mal so Planken, Bolzen-Dinger gemacht. Ich würde hier gern irgendwie mal zumachen, auch. Wir schlafen hier immer noch so im. Also, weißt du, was ich gerne machen würde, jetzt hier in dem Bereich, wenn du mal ganz kurz kommen, Zeit hättest? Also, hier noch ein Dach drüber, also Wände klar und dann ein Dach, ne? Und dann, da wo ich jetzt hingehe, da eine Treppe hoch und dann so, wo ich jetzt hochgucke, vielleicht so ein Turm, wo wir ein bisschen so einen Überblick haben. Ob Feel das was free. Bringt, weiß ich nicht. Ja, ich fühle mich frei. Mach mal. Ja, wir brauchen Metall. Ach so, ja, ich will hier einmal kurz. Zumachen. Du, so. Mach mal doch so, bau du doch mal ein bisschen weiter und ich tauche ein bisschen oder ich fahre mal mit dem Bötchen zum Ding und schau mal, ob ich ein bisschen Metall noch besorgen kann. Können wir nicht hier? Ist doch egal, ob das da ein bisschen reinschaut, oder? Naja, es ist architektonisch jetzt vielleicht nicht das Beste. Aber schon oben so zubauen, wieder wie so ein Container, ne? Ja, hätte ich jetzt schon gedacht, ja. Ja, ne? Ne! Ich hab ein Handy.
Ein Handy. Na, perfekt. Ja. Also jetzt, das aber war's. Jetzt dann... Endgame erreicht. Das kann man ja sagen. Farbe ändern. Ne, wo sind die Truhe? Hier. So, was habe ich jetzt halt hier? Ich habe ein Ölgemälde, Mobiltelefon. Also jetzt läuft's. Das war's. Es sind keine Sachen mehr gespawnt bei uns in der Nähe, ne? Nee. Oh, das ist schön. Nee, nicht gut. Ich muss atmen. Atemstumpf, atmen. Oh Mann. Ich habe einen Wahoo gefangen. Sehr gut. Drüben eigentlich noch unsere Flagge, ja. Oh, ja. Also ich hab, wenn ich ehrlich bin, ich hab nicht geguckt, aber. Ja, nee, ja. Doch, ist ja, er. Ja, Bienen. Passt schon. Du machst das schon richtig. Oh, ein Hai greift mich an, Alter. Wo ist mein Boot? Gott, der Hai, der will's jetzt wissen. Aber guck mal, wir können auch einen Metallschrottspeer erforschen. Oh. Und wir könnten auch eine Armbrust erforschen. Aber dann brauchen wir auch wieder Armbrustbolzen. Der... Unser Holzspeer macht im Moment 32% Schaden. Der Metallspeer würde dann 40 machen. Ist jetzt auch nicht so viel mehr, ne? Ne. Meine Machete macht 30. Jetzt habe ich hier einen. Aber die Zweihand-Axt macht zum Beispiel 55 Schaden. Das ist das, was ganz schön viel Schaden macht. Ich glaub's nicht, echt. Was denn? Ein Hai! Oh, ich muss heben, weil ich brauche jetzt Verband. Ich blute. Mensch, der Strumpf. Haben wir einen Verband? Nee, musst du herstellen. Aus Stoff. Wie stellt man den her? Weil ich bin fast tot. Aus Stoff. Warte mal. Kann ich die einen herstellen? Ja. Kann ich ihn den einfach rausfallen? Also ich bin gleich tot. Da. F. Und Inventar. Wo ist denn der? Da. Verwenden. Hab ich. Boah, ist so. Ey, seht ihr das? Ich war fast hinüber. Na, Gott sei Dank habe ich dich gerettet. Ja, du hast mich gerettet. Oh, die Baumwolle ist fertig. Warte mal, ich räume mal wieder Zeug rein. Als Zeug rein, was ich gar nicht in der Tasche habe. Aber kannst du dir vielleicht Medizin herstellen? Wir haben ja jetzt Rotalgen. Ja, Essen hilft auch ein bisschen. Ja, da musst du aber ganz... Essenszeit. Nein! Oh, Mann!
ist doch nicht dein Ernst. Boot ist ausgeräumt. Das Gute ist, man findet auch überhaupt nichts mehr in den Truhen. Aber sag mal, soll ich so eine Zweihand-Axt als Malherrsch erforschen? Ja, kannst. Die macht plus alles. 55 Schaden. Das wäre das meiste, was an Schaden im Moment geht. Okay, ja klar. Haben wir eine Kiste, wo Deko-Zeug drin ist? Ja, da hinten. Wo? Ah, die da. Ja. Genau, weil ich habe das Handy. Ein Bild, Ölgemälde, kleiner Bach im. Ich glaube, das war so. Warte mal. Ein Seil. Ein Seil. Wir haben jetzt 12 Rotalgen. So, ich habe es erforscht. Warte mal, Medizin. Kräutermedizin. 3 Rotalgen. F. Ja, doof. Ich habe mal gleich 2 Medizin gemacht. Oh. Verwenden. Wir brauchen noch ein bisschen Metall. Ja, ja, ich gehe nochmal los. Oh, mein Helm ist auch bald der Platz. Ah, hier ist nochmal Metall. Warte mal, dann könnte ich mal einen bauen. Aber du müsstest ja auch noch eine bauen dann. Jetzt aber. Okay. Na, also wer jetzt nicht... Aber wenn jetzt nicht, dann wann dann? Dann weiß ich auch nicht. Sag mal, das wird hier auch gar nicht fertig. Das brennt ja jetzt 100 Jahre hier schon. Ich habe Angst, dass meine Rüstung ist nur noch ein Viertel da. Ich habe Angst, dass ich bald gar keine mehr habe. Dann bin ich wieder wahrscheinlich nackig. Geht mir nicht anders. Aber hier spawnt kein Metallschrott mehr. Das heißt also, wir müssen mal wieder auf... Ich bin ja gerade, ich versuch's gerade. Aber ich muss. Wo waren jetzt schon wieder dieses. Da sind Häuser. Ich weiß nicht, ob wir da schon drin waren, aber Villa Neutral, das war das. So, weil da war ein bisschen Metall. Ich versuch's nochmal, ich habe ein bisschen geheilt. Geh mal ins Haus rein. Jo, Metallschrott. Sehr gut. Sehr gut, jetzt bei der Treppe noch hoch. So, einen Moment. Eine Zigarre. Das ist echt original, eine Zigarre und ein paar Baupläne gefunden. Ja, also schön. Wenn du eine Zigarre rauchen willst,
Bin gleich wieder zurück. Nein, Inventar ist voll, ich Dödel. Ich bin so ein Dödel. Ne, warte, das kann ich ja verwenden. Dekorative Möbel. Okay. Ich bringe mal die Tabletten rein. Jetzt wird mal kurz fahren. Bisschen weiter vor. Haben wir noch Metall? Warte, da waren noch zwei Kisten. Ich muss machen. So, genau, altes Telefongerät und Zigarre habe ich jetzt erst eingepackt. Toll, vorher war ich voll. Was haben wir hier? Was ist das hier? Ich habe einen Ehering. Na, sehr schön. So, ich habe die Truhen mal ein bisschen versucht zu sortieren. Okay. Und zu benennen. Damit man jetzt nicht ständig immer mit dem ganzen Zeugs da durchgehen muss. So, Antibiotika habe ich auch gefunden. Ich gehe nochmal rein. Das war wohl ein Hai. Oh, guck mal, ein Baum. Gleich platt machen. Ja, ja, klar. Logisch. Schon so geil. Sofort kommt ein Baum, gleich alles abholzen. So, ich komme nach Hause. Oh, ich bin schon wieder fast tot. Und warte mal. Aber wenn ich schlafe, bin ich auch wieder von der Gesundheit voll, oder?
Nicht ganz, glaube ich, aber ein bisschen mehr. Okay. Nee, ich komme heim. Fahren. Vorstellen, dass es irgendwann Strom gibt und dass es vielleicht sogar auch so eine automatische Wasseraufbereitungsanlage dann gibt. Vielleicht, ja. Ein Elektrofilm. So, ich hab diesmal sogar ein bisschen rückwärts rangepackt. So, kannst gerne auch mit rausnehmen, weil ich kann nicht alles packen. So. Aber dann können wir, aber ich glaube, wir müssen echt zu zweit Touren machen, weil es fehlt halt immer dein Inventar hier. Kiste, F. Rotalge. Haben wir jetzt. Ist beim Essen draußen, ne? Ah, ja, hab's rein. Dann haben wir. Oh, noch eine Kiste. Gummi, Stoff, Klebeband. Gummi habe ich. Stoff habe ich nicht. Was haben wir hier? Sonstiges Geraffel. Okay. Sonstiges Geraffel. Ziehen. Glas. Okay. Holz, Metall. Holz, Metall, Metall, Metall. Erze und Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, tralala. Kohle, Kohle, stralala. Wo bist du? Wir haben keinen Platz mehr in unserer Essenstruhe. Ach, da hast du schon leer gemacht, so. Aber hast du den Ehering gesehen? Wasser cool, darüber. Wa? Ja. So. Läuft. Sleepy Time? Sleepy Time. Im Moment, wo ich hier da fast nichts sehe. Ach, wie Moin. Schön. Also viel holt es aber nicht auf von nee. Gesundheit einmal pennen, du, also. Hast du einen Fischi? Ja. Perfekt. Gerade geholt. So, und gleich draufgelegt. So. Kurzen morgendlichen Spaziergang machen. Ja, ich sammle auch gerade ein bisschen Planken ein und sowas. Und dann können wir eine... Nein, dann können wir nichts mehr machen. Mein Helm ist fast hinüber. Wollen wir nicht, kann man nicht die... Ach, die sind noch gar nicht fertig, die Baumwolle, oder wie? Nee. Okay, krass. Krass. Really krass. He is krass. Krass. Herr Strumpf, wir sind am Ende angekommen. Ja, am Ende sind wir schon die ganze Zeit, aber wir sind auf jeden Fall am Ende der Folge, ne? Ja.
Gut, warte mal kurz. Es ist ja jetzt nicht einfach nur so ein Tag. Komm, folgen Sie mir bitte unauffällig. Wir haben ja nur einen Punkt. Und der ist zu! Okay, wir müssen da noch. Warte mal, ich geh jetzt mal. Da kommt man doch bestimmt ganz nuff, oder? Ja, komm mal, ich war schon oben. Siehste. Wir sind die Könige. Oh, da bist du ja. Entschuldigung. Hallo? Hallo, hallo, Freunde. Hallo. So, meine Lieben. Das war der 8. Part von Sunkenland. Und man sieht, wir haben eine tolle Aussicht. Ich war übrigens irgendwo da unten. Und es wird langsam, ne? Binat hat fleißig weitergebaut. Ich bin fast tot. Und irgendwas war noch. Was war denn? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Mensch, in ein paar Tagen ist so ein Fest. Ostern. Na, fast. Pfingsten. Nee. Der Ursprung des Ganzen. Der Ursprung des Ganzen. Chaos? Hä? Achso, ich meine, du meinst nicht uns beim Stream, achso. Nee. Ja, Weihnachten. Ja, Weihnachten. Richtig. Jo, vielen Dank. Wir wünschen, also ich fange jetzt erstmal an. Ne? Also, ich wünsche euch, also wir gemeinsam, aber ich fange an. Frohe Weihnachten. Ist ja bald. Lasst euch reichlich beschenken. Genießt das Wetter, soll richtig warm werden. Vielleicht könnt ihr wieder grillen. Und ja, ich gebe das Wort weiter an Binat, die das bestimmt viel professioneller machen kann als ich. Lasst es auf jeden Fall gut schmecken. Dann genießt die Zeit, die schönen Feiertage auf jeden Fall in Ruhe und Harmonie. Und ja, habt frohe Weihnachten. Richtig. Und jetzt kommt 1, 2, 3. Oh, Tannenbaum. Oh Gott. Tannenbaum. Also, wie grün sind deine Blätter. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Hoffentlich wieder nach dem Gesang. Und jo, dann bis denne. Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.